Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ja, ist schon etwas länger her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe jetzt auch keinen Plan, wo wir stehen geblieben sind, und deswegen sage ich mal, wir machen einfach mal weiter. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir diesen fetten Tresor geöffnet haben und dass da dann irgendwie was drin war. Keine Ahnung, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Machen wir einfach mal weiter. Stone Market, möchtest du die bleiben? Ja. Nieder mit den Hunden des Barons! Die Revolution hat begonnen! Zeit für die Stadt der Dämmerung zu begegnen! Da macht's mal gut, Schwarzkittel! Die Götzen scheinen genug zu haben und töten jeden, der nicht zu ihnen gehört. Mich eingeschlossen. Ich sollte jede Konfrontation meiden. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt hier so. Hilfe? Das so laggt oder so, weil. Also bei mir laggt es jetzt gerade irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ja, was verlierst du? Ja, es laggt halt. Also bei mir ist. Ich habe keine Ahnung. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass wenn ich. Länger halt jetzt ein Spiel nicht. Oh, ich warte mal. Wenn ich länger mal so ein Spiel nicht gespielt habe, dass die das dann so laggt oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dass die Dateien irgendwie nicht benutzt wurden oder was weiß ich was. Hier ist doch einer von diesen Türmen, oder nicht? Das nehme ich mal mit. Also ich weiß jetzt auch. Guter Fund. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Das hat das offenbar nichts bewirkt. bei der Aufnahme laggt oder so. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so. Wir gehen zum Flussufer und folgen ihm bis vor die Stadtmauer. Dann appellieren wir bei den Adeligen an ihren Edelmut. Na, die werden doch neue Diener brauchen, oder nicht? Das ist nicht mal eine schlechteste Idee. Okay. Hat sich da gerade jemand bewegt? Nein. Der Magen spielt dir was vor. Ach, vergiss es. Ich bin halt so komplett aus der Steuerung raus. Weil das letzte Mal, als ich gespielt habe, war. Liest du Zeitung? Da steht, die Tierkeulung hat funktioniert. Alter. In der Tat, die Tiere sind alle tot. Aber die das letzte Mal, als ich gespielt habe, war vor. Keine Ahnung. Schon so ein paar Monatchen. Ach man, ich muss da hinten hin. Was machst du hier draußen? Ich warte auf einen Sturm, der alles wegwäscht. Alles klar. Und ich dachte, ich wäre verrückt. So, durch da. Den Balken, den kenne ich noch. Wir kriegen von denen nicht mal einen Karren. Der Bergfried ist zerstört. Er ließ sich nicht mehr halten und jetzt reiß dich zusammen. Ich habe die Wache halt null gesehen. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Komisch. Sieh mal nach. Da geht kein Risiko ein. Zeig dich, wer immer du bist. Ich bin nicht so leicht zu besiegen. Ja, ich sowieso nicht. Ah, ja, schnell durch da. Scheiße. Ist also gar nicht nach Plan gelaufen, aber. Ja, das passt schon. So. Ich mach mal einfach mal die Karte an. Hilft mir dann ein bisschen mehr. Was für Gölle? Die Straßen sind nicht mehr sicher.
Ja, vor allem wegen mir. Hat sie Loot? Ich glaube nicht. Ich werde krank. Das spüre ich. Ja, ja, hier ist nichts schlimmer. Loot? Okay, kein Loot. Kein Loot für mich. Ich dachte, ich muss jetzt wieder E drücken. Wohin gehe ich eigentlich überhaupt? Das frage ich mich so gerade. Steht das irgendwo? Warte mal, F1? Trifft besser im Sirenen. Okay. Ich habe auch sowieso dran gedacht, shoppen zu gehen, also. So. Oh. Liegt noch was? Liegt hier noch was? Nee. Hat so ausgesehen, als wäre da. Hätte da noch was geglitzert. Hier jetzt runter oder? Oh fuck, Ah, okay, man kann hoch. Geil. So, dann ab nach unten mit mir. Hier war ich aber zuvor noch gar nicht. Dann rein hier. Taverne, das ist jetzt betreten. Ja. Sieht schick aus. Du siehst fast wie ein Mensch aus, Besser. Wer das überlebt, was hier serviert wird, der überlebt alles. Wie geht's der Hand? Verletzt. Wie dein Stolz, nehme ich an. Dieser Mistkerl muss kriegen, was er verdient hat. Du musst was für mich tun. Oh. Hast du dein Boot noch? Du solltest dir hier ein Zimmer nehmen. Such dir ein Mädchen und geh mit dir ins Bett, bis alles vorbei ist. Ich muss Nachforschungen anstellen. Helft ihr einem Unterhalter in Not? Es geht um Aaron. Wie kann ich euch helfen? Ich muss rüber zur Heilanstalt von Moira. Sag Bescheid, wenn's losgehen soll. Ich bin da. Nein. Diebesbedarf zu diebischen Preisen. Besso hier. Shoppy, shoppy. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ja, stell mal meine Bedürfnisse. Ressourcen, Werkzeuge. Hilfsobjekte. War nicht hier irgendwie neue Sachen, die man sich kaufen konnte? Das weiß ich gerade gar nicht. Ressourcen kaufen. Ne, hier war es auf jeden Fall nicht. Verringert den Preis von Ohn, okay.
Schwarzflügelfedern ist. Ich lese mir das noch einmal kurz hier durch, alles für mich durch und dann gucke ich mal. Wir sehen uns dann gleich. Das hier sieht recht nützlich aus, kaufe ich mir, glaube ich. Weil damit die Arschlöcher unpräziser sind. Na Passt auf gut. euch auf da draußen. Ja, ich werde schon auf mich aufpassen. Chill mal. So, gehen wir mal raus aus der Butze. Was ist ein Jahrmarkt? Oh. Ohne was? So, was ist das hier? Ah, das Brot. Die Verlassenen, möchtest du dieses Kapitel beginnen? Ja, bitte. Ah, kannst losgehen? Ich weiß wieder, warum ich Boote hasse. Ja? Schwimmen hasse ich noch viel mehr, also steig ein. Nein, ich rudere. Du ruderst ungefähr so gut, wie ich tanze. Klar. Etwas Bewegung wird dir gut tun. Okay. Dank dem General war die Flucht aus der Festung äußerst knapp in meiner Hand. Scheiße, dafür da jedenfalls bla 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 Götzen, bla wegen bla Scheiße hinzu, Insel. Ja. Kann ich mir später durchlesen. Und was hat Aaron jetzt mit Moira zu tun? Glaubst du an Geister? Hä? Geister. Und Weißbrot. Also die Toten kommen zurück als Heimsuchung. Als Strafe. Du glaubst, Aaron sucht dich heim? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich erinnere mich an ein Ritual. Irgendeine Explosion. Aaron starb. Das vergesse ich nie. Und alles andere ist weg. Ach komm schon, Garrett. Du hättest das Mädchen niemals in Gefahr gebracht. Das war sie doch mit Sicherheit selbst. Besser ist ein guter Kumpel. Die Antwort ist hier irgendwo. Das spüre ich. Es ist seltsam ruhig geworden seit dem Aufstand hier. Patienten konnten fliehen. Ein paar Boote kamen rein. Nichts kam heraus. Okay. Garrett, ich weiß nicht, was du da drin finden willst, aber sei vorsichtig. Werd nicht selbst ein Geist. Dann werde ich dich heimsuchen. Ich war schon immer ein Geist. Boah, der sieht so krass mitgenommen aus, ne? Lange her, dass diese Insel einen guten Ruf hatte. Werde ich dich hier finden? Ja, hoffentlich. Erreiche das Gelände der Heilanstalt. Okay. Ey, bitte nicht wieder so eine Horror-Scheiße. Ich hoffe einfach, ich hab echt null Bock darauf, Hilfe. Ich hätte so gedacht, so klapp jetzt direkt vor mir ein und oder jetzt direkt hinter mir zu. Fickt euch. Mann. Es ist spät in der Nacht. Das, ein Moment. Es ist gerade 21 Uhr. Meine Fresse. Ja, okay. Später in der Nacht auch nicht, aber 21 Uhr. Hilfe. Ach du Heilige. Ey, ich dachte ganz kurz, da steht jemand. Das ist nur eine Statue. Leck mich am Arsch. Ich glaube, ich mache mir selbst einfach nur zu viel Panik. Das ist es. Ganz sicher. Betritt die Heilanstalt. Okay. Haupteingang ist. Wollten Sie etwas aus- oder einsperren? Moria Asylum. Was steht da?
For the mentally insane. Okay. Für geistlich Verrückte, Behinderte, wie auch immer. Ey, fickt euch nein. Ey, ich weiß nicht, wie oft ich noch diesen Witz bringen kann, dass das Let's Play aufhört, Alter. Da ja, ich gehöre hier. Hm. Okay, ich werde offenbar erwartet. Ja. Ey, ich guck da jetzt nicht durch, ne? Ach. Okay. Es war nur Einbildung. Falls Erin hier war, sollte ich vielleicht zuerst in der Frauenabteilung suchen. Ich finde Informationen über Erin. Okay, es lag ganz kurz. Geht's jetzt? Ja, okay, es sollte gehen. Ey, leck mich. Oh. Aktivitätsprotokoll. Keine Besucher heute, keine Besucher heute. Patientin empfing Lord, aber Crombie. Keine Ahnung, wie das. Keine Besucher heute. Patientin 18 empfing ihren Gönner. Keine Besucher. Die Seite so abgerissen? Okay, Kapitel 5 sind wir jetzt. Gut zu merken. Ey, das hat mich gerade komplett fertig. Ey, immer. Plündern geht doch immer, oder? Alter, wieso? Geh doch nicht irgendwo in eine scheiß Ecke ran, wenn ich nicht. Lass das. Ich gehöre hier auf jeden Fall hin, Alter. Leg mich am Arsch. Ja. So. Frauenabteilung, wo ist das denn? Ich folge einfach mal der Markierung. Ja, du scheiß Kronleuchter, Alter. Ey, Mann. Ey, wenn ich hier gleich irgendwas unter Druck machen muss. Na, nein, ich will nicht. Und, übrigens, Entschuldigung an alle, die, gerade Kopfhörer oder so. Ach, mein Gott. Die gerade Kopfhörer anhatten. Es tut mir wahnsinnig leid für meinen männlichen Schrei. So. So, Patientin eingeliefert. Patient 18 wurde eingeliefert. Eine junge Frau auf Anordnung des Staats und unter Bewachung zustand. Tolerabel bis schlecht. Zahlreiche Schürfwunden und Knochenbrüche. Stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Erhielt Anweisung, sie in diesem Zustand zu halten, da sonst extreme Gewaltausbrüche zu befürchten wären. Habe sie in
Frauenbeteiligung verlegt in Isolation, um sie zu beobachten und zu behandeln. Okay, also ist Patient 18 wahrscheinlich, wie ist sie nochmal, Clara oder so? Keine Ahnung, Hilfe. Nee, leg mich. Zum Glück habe ich direkt F1 gedrückt. Und mich nicht vor diesen Scheiß da ja, ich würde mal sagen, die Frauenabteilung ist hier, oder? Auch wenn ich gerne von den anderen den Loot mitnehmen würde. Ich guck einfach mal. So, wir sind ja Gentlemen. Männerabteilung, okay. Beteiligung, Abteilung. Seilfall. Noch eine Notiz. Patientin 33 ist aus ihrem Isolation entschlüpft und hat Aufruhr in der Männerabteilung verursacht. Bewerkstelligt hat sie das anscheinend über die Belüftung in den Duschen mittlerweile mit Gewindenschrauben versiegelt wurden. Weitere Beobachtungen müssen zeigen, ob diese Maßnahme erfolgreich war oder nicht. Scheiße. Okay, Tipp wahrscheinlich, ich kann durch die Lüftungsschächte. Ey, ich hasse das. No joke jetzt, ich hasse das. Ach, Junge, geh doch nicht in die Kacke. Gleich kommt irgendwas von hinten, Alter, während ich diese Scheiße hier loote. Und dann so fetter Jumpscare in meine Fresse. Ah, noch eine Notiz. Aber was in dieser Notiz steht, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Sorry Leute, dass der Anfang des Videos so langweilig war, sage ich jetzt mal. In diesem Video klinge ich auch vielleicht etwas anders. Das liegt halt daran, weil ich halt in OBS halt jetzt, also mein Aufnahmeprogramm, halt was in der Audio eingestellt habe und versucht habe, so dieses Mausklicken, so dass man das jetzt irgendwie nicht hört, so rauszunehmen. Und dann hatte ich da irgendwie noch so mein Mikro zu nah am Mund und man hat irgendwie mein Atmen gehört. Dann habe ich das in meinem Schnittprogramm so versucht, irgendwie das Atmen so rauszunehmen, aber dann klang meine Stimme irgendwie so anders und deswegen klinge ich keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch trotzdem das Video gefallen hat. Ich hoffe, das nächste Video wird etwas actionreicher, sage ich jetzt mal. Und abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, Play so checken, Kommentar schreiben und tschüss.